Und wenn du tot bist und dein Körper verwest, werden sie dein Gehirn nehmen, in eine Glaskapsel legen, die wird runtergekühlt und dann mit einer Nährlösung aufgefüllt. Das Ganze wird auf eine Abschussrampe gesetzt, drumherum kommt noch ein feuerfestes Rollbratennetz. Dann wird gezündet und mit einem großen Knall fliegt dein Gehirn, wo es hingehört. Ins All. Und egal, was mit deiner Seele passiert, ganz egal, welchem Glauben du angehörst, dein Gehirn schwebt viele Lichtjahre voran, bis man den Rand des Universums erahnen kann. Vielleicht hat dir das bislang noch niemand gesagt, doch so machen wir das seit Jahr und Tag. Ja, dein Gehirn fliegt mit mehr als Überschall hin zum legendären, sagenhaften Überall. Falls du gerade zum ersten Mal vom Überall hören solltest, schau dir doch einfach einen unserer Prospekte an. Na gut, für dich in kurzen Worten. Das Überall ist eine Art Paradies, das sich über dem Nomadenall befindet. Und jedes Gehirn zieht durch den Kosmos hierhin, bis es am Ende im Überall verschwindet. Und in diesem kannst du in Ewigkeit all deine schönen Gedanken denken. Jede schöne Emotion und Erinnerung bleibt im Überall auf ewig jung. Und natürlich haben wir deine gläserne Rollbratenkapseln mit genügend Treibstoff für die lange Reise ausgestattet. Und ist etwas Zeit und Raum vergangen, so zigtausend Jahre und 2 Billionen Sterne, sieht dein Gehirn in großer Ferne, also nicht wirklich sehens, hat ja keine Augen, nein, mehr so intuitiv, kribbelt was in der Front vom Gehirn und da erscheint am Horizont, also wenn das All einen Horizont hätt, das Überall als winzig leuchtender Fleck. Und dein Gehirn, es freut sich, ja, das geht weiterhin, denn zum Freuen sind doch alle Neuronen drin. Aber plötzlich ein Ruckeln, dann passiert nicht mehr viel. Der Treibstofftank ist leer und dein Gehirn bleibt stehen, kurz vor seinem Ziel. Und das Überall lockt, es ist nicht mehr weit. Noch so 500 Meter und dann wäre es geschafft. Doch es geht nicht mehr weiter, dem Gehirn fehlt die Kraft. Vielleicht mussten wir doch etwas mit dem Treibstoff sparen. Und da hängt jetzt dein Gehirn völlig schwerelos und es jammert ein wenig über sein schweres Los. Doch dann fängt's an zu denken, das kann es ja am besten. Und da kommt ihm eine coole Idee zum Testen. Die Idee ist so einfach wie genial, dass wir jedem unserer Kunden diese Lösung ans Herz legen, falls sie selbst einmal in eine solche Situation kommen sollten. Ja, überlege mal und vergesse nie, so ein Gehirn ist ja ziemlich viel Biochemie. Es hat ja nur Zellen und Neurotransmitter, die sorgen fürs elektrische Impulsegewitter. Das Hirn ist also eine Art Elektromotor, deren Zellen verbrannt, bewegt sich das Gehirn vor. Ja, dein Hirn ist quasi wie ein Akku, nur leider ohne passendes Ladeadapter. Und dein Gehirn traut sich, einen Gedanken zu verbrennen, zunächst mal einen schlechten, den ja eh niemand braucht. Und das Hirn merkt tatsächlich, wie es sich voran bewegt, doch dadurch sinkt die Ladekapazität. Aber das ist egal, das Gehirn brennt schön weiter, all die Trauer, die Tode, die Scham und den Schmerz, all die Streitigkeiten, all die Rotlichtvergehen. Und hierbei ist egal, ob die Rotlichtvergehen im Verkehr oder beim Verkehr waren.
Und so wird jeder Streit, jeder Hass, jede Angst ganz und gar aus deinem Gehirn verbrannt. Und du bewegst dich Meter um Meter zum Ziel, doch die schlechten Gedanken reichen noch nicht hierfür. Also mach dein Hirn weiter mit neutralen Gedanken, hier im All spielt es eh keine Rolle mehr. Dass Rom die Hauptstadt von Italien ist und wo man mit Zoll statt mit Metern misst. Und all diese Fakten, dieses irdische Zeug, all dein rationales Wissen wird verbrannt. Und es bringt dich schon fast ziemlich nah an den Rand, wo das All endet und das Sagenhafte überall beginnt. Und dein Hirn ist fast leer, alles Wissen ist fort, nur das schöne Persönliche ist noch da. Doch wer bleibt schon gern ewig an diesem dunklen Ort? Dein Gehirn weiß, das Paradies ist so nah. Und klar, wer gibt gern schöne Gedanken auf? Doch das überall lockt und es ist fast geschafft. Also denkt das Hirn gut, was schadet es schon? Ein paar Gedanken weniger werden schon nicht so schlimm sein. Und der erste von tausenden schönen Gedanken, vielleicht wie du als Kind mit einem Tier gespielt hast, verschwindet auf ewig und treibt die Kapsel an, und jeder weitere Gedanke bringt dich noch näher ran. Und dann sind es nur noch tausend, und dann sind es nur noch hundert, und dann sind es nur noch zehn, und dann sind es nur noch zwei. Und auf den letzten Millimetern vor der Glückseligkeit ist es ein letzter schöner Gedanke, der bleibt. Was ist dein letzter Gedanke vor dem Übergang ins Überall? Was ist dein letztes Gefühl vor dem Übergang ins Überall? Was ist deine letzte Erinnerung vor dem Übergang ins Überall? Und du bist da. Und dein Gehirn ist leer. Du bist da. Und dein Gehirn ist leer. Du bist da. Und dein Gehirn ist leer.